Ein Therapeut sollte sich immer wieder fragen, warum mache ich das eigentlich? Warum arbeite ich mit Menschen? Was ist meine tiefe Motivation? Ich kann mit Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich kann mit Menschen arbeiten, um mich zu profilieren. Oder ich kann mit Menschen arbeiten, weil ich diesen tiefen inneren Drang verspüre, wirklich jemandem helfen zu wollen. Wie bist du das geworden, was du heute bist? Shiatsu-Therapeut, Besitzer der Hara Shiatsu-Schule, europäischer Shiatsu-Kongress-Organisator etc. etc. Durch meinen Großvater, der Chirurg war, ein sehr guter Chirurg, und der hat diese Chirurgie wirklich zur Kunstform erhoben. Und ich habe auch öfters mit ihm gesprochen, und irgendwie meine eigenen Gedanken zu der Materie waren damals etwas abstrakt, weil ich mal gedacht habe, ja, du praktizierst wirklich eine Kunst, aber eigentlich setzt du deine Kunst erst ein, wenn alle anderen Mechanismen bereits versagt haben. Ja, das heißt, im Endeffekt, was du machst, ist ein bisschen hinten nachputzen, bei allem Respekt vor den Fertigkeiten, die einfach unglaublich sind. Und mir hat schon wirklich sehr früh in meiner Pubertät hat mich die Frage bewegt, ist es nicht vernünftiger, etwas zu tun, damit Krankheiten überhaupt nicht entstehen können. Aber damals habe ich keine Form dafür gefunden, kein Ausdrucksventil, ja, bis eben diese Begegnung mit Shiatsu war. Ich komme aus der chinesischen Medizin, und einer meiner Lehrer hat gleich die erste Stunde überhaupt hat gesagt, wenn du ein guter TCM-Arzt werden möchtest, brauchst du 8 Qualitäten, du musst 8 Dinge beherrschen. Ja? Schon mal, ob ich die Worte zusammenbringe. Diätetik, Akupunktur, Phytotherapie, Meditation, Kalligrafie, Musik, Kampfkünste und dann so äußere Therapien wie Tuina, Shiatsu etc. Wenn man jetzt zurückgeht auf Shiatsu, wie siehst du da eure Einflugschneise in der Therapie? Wenn jemand zu uns kommt und die Person sagt zum Beispiel, ja, ich habe Kopfweh, dann sage ich, ja, ist gut, Sie haben Kopfweh, ist nicht mehr als eine Feststellung. Viel interessanter ist ja eigentlich, warum hat die Person Kopfweh und warum hat die eine Person Kopfweh und die andere nicht, obwohl sie zum Beispiel im selben Arbeitsplatz sind, ja, oder sich sehr ähnlich sind. Wenn man diesem Warum nachgeht, dann kommt man mit viel Erfahrung sehr wohl drauf, dass es viel öfters um die Lebensgeschichte der Personen an sich geht. Dass die Person zwar sagt, ich habe Kopfweh, aber was sie eigentlich sagen will, ich bin am Arbeitsplatz überlastet, ich bin mit meiner Beziehung nicht zufrieden, ich habe keine Lebensperspektive und ich weiß nicht mehr ein und aus. Ja? Und deswegen zerspringt mir der Kopf. Aber diese Komponente wird sehr selten gehört. Und wenn ich dann nur das Kopfweh isoliert betrachte und etwas gegen das Kopfweh tue, die Lebenssituation an sich wird dadurch nicht besser. Ja. Ich habe es zum Beispiel auch fast durch dein, also ich darf dir ein Vorwort schreiben, durch den Text, den du geschrieben hast, ein bisschen eine provokante, aber gute Frage. Da drin schreibst du über Menschen, die sich sozusagen, die brav sind, die sich richtig ernähren, die das richtige Verhalten in den Tag legen, die sozusagen alles richtig machen, aber zu brav sind und nicht freudvoll sind, das ist irgendwie der Punkt. Und dann empfiehlst du da relativ markant, okay, sie sollen eine Flasche Wodka trinken, tanzen, die sich der körperlichen Liebe hingeben die ganze Nacht, weil sie halt in die Freude gehen, es ihnen gut tut und dann gesund werden. Ist das so? Ich empfinde es so, ja. Ich empfinde es wirklich als so. Weil kommt immer wieder auf die Frage zurück, was ist eigentlich Gesundheit? Gesundheit muss immer einen Aspekt der Lebendigkeit haben, einen Aspekt der Leichtigkeit, einen Aspekt der Freude auch in sich. Wozu bin ich sonst gesund, wenn das Leben so ernst und so eng ist und mich eigentlich einschränkt? Und ich habe auch einen sehr guten Satz einer meiner Lehrer übernommen, und er hat gesagt, die meisten Menschen probieren gesund zu leben, weil sie Angst vor der Krankheit haben und Angst vor dem Tod haben. Das heißt, sie agieren aus Angst heraus und nicht aus einer Freude und einer Fülle heraus.
heraus. Und dieses Agieren aus der Angst und aus der Unsicherheit heraus kann auch im weiteren Sinne ein bisschen krank machen, indem es uns zu eng macht. Ich kann auch ein negatives Gleichgewicht in meiner pathologischen Suche nach Gesundheit haben. Und dann muss ich was anderes tun, um das Gleichgewicht herzustellen. Ich habe jetzt sehr interessiert zugehört, weil ich habe folgende Geschichte im Kopf gehabt. Ja. Ich habe eine Patientin, die ist also eine Westlerin, sie wurde tibetische Nonne. Sie hat, wie es beim tibetischen Buddhismus üblich ist, ein Dreijahresretreat gemacht. Also 3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage sitzt man sich in einer Höhle oder halt in einer Hütte und meditiert. Und man hat jemanden, der einen versorgt mit Nahrungsmitteln. Dummerweise war die Frau, die meine Patientin versorgt hat, eine Amerikanerin, die nicht Wert gelegt hat auf gutes Essen. Das heißt, die hat jetzt so mehr oder weniger 3 Jahre Donuts gegessen und kam aus dem Retreat unendlich geschwächt raus. Also richtig, richtig K.O. Also chinesische Medizin wäre so ein totaler Qi-Mangel gewesen. Ja. Und kriegt halt einen Infekt nach dem anderen und kann kaum die Dinge erfüllen, die sie gerne machen würde. Worauf dann ihr Lehrer gesagt hat, und das ist jetzt der Punkt, ihr Lehrer gesagt, nein, nein, und chinesisch würde man auch denken, okay, wenn kein Qi da ist, dann soll man sich auch nicht anstrengen. Also wenn jemand kein Qi hätte, dann sollte er jetzt nicht die Nacht durchtanzen, weil das die Anstrengung verschlimmert, die Symptome. Jetzt hat ihr Lehrer aber gesagt, nein, nein, wir müssten dich belasten, weil durch Schonen kommst du nicht raus. Geh jeden Tag 1-2 Stunden spazieren, geh die Berge rauf, da im Himalaya, also beweg dich viel. Und die ist halt 5 Minuten gegangen und hat Schweißausbrüche gekriegt und Kreislaufproblematiken. Und das macht sie jetzt trotzdem seit einem Jahr. Sie ist noch immer nicht fit. Aber vielleicht ist es trotzdem gar nicht der Punkt, dass die Bewegung nicht gut tun würde, sondern die Angst, die sie noch immer in sich hat, dass sie nicht fit werden würde. Also würde sie das wirklich freudvoll machen, dann würde sie möglicherweise wirklich Energie kreieren durch die Anstrengung. Ich glaube, dass es ganz ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, dass es auch ein ganz wichtiger Punkt ist in unserem gesellschaftlichen Denken in Bezug auf Gesundheit. Ja? Weil die meiste Zeit haben wir ja ein schlechtes Gewissen. Ja? Ein schlechtes Gewissen. Ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und dann fühlen wir uns oft unter Druck. Ich muss einen Apfel essen, ich muss mich täglich bewegen, ich darf das nicht, ich muss das. Also ich glaube, unser ganzer Zugang zu Gesundheit und Krankheit ist irrsinnig verkrampft eigentlich, ja, und man hört das auch schon, wenn man mit den Klienten spricht, ich muss ja, oder mein Arzt hat gesagt, ich soll, also wir haben so viele muss und soll in unserem Zugang zur Gesundheit. Meines Erachtens ist da in der gesamten Branche, wurscht von der einen oder von der anderen Seite, ist es einfach sehr viel Druck da und ich würde es begrüßen, wenn man einfach einen leichteren, humorvolleren und spaßigeren Zugang zu dieser Thematik einfach finden würden, weil das wärst du viel einladender für viele Personen, dass ich nicht sage, ich muss mich bewegen, sondern ich möchte mich bewegen. Ja? Ich soll nicht Sport machen, sondern ich genieße es, mich zu bewegen. Ja? Also wenn es uns irgendwie gelingen würde, diesen Krampf daraus zu bringen, glaube ich, dann hätten wir schon viel gewonnen, vor allem im präventiven Bereich wäre das meines Erachtens sehr, sehr sinnvoll. Ja? Ich habe auch eine kleine Tochter, so wie du, von der lerne ich sehr, sehr viel. Und ich merke immer, wenn sie Spaß hat, wenn sie fröhlich ist, wenn sie das macht, was sie gerne macht, dann sie strahlt Gesundheit letztendlich aus. Und wenn sie etwas machen muss, was sie nicht macht, dann merkt man gleich, wie das ganze Energiesystem verfällt. Und ich glaube, dieser Verfall des Energiesystems, der ist wirklich ein Nährboden für viele, viele Krankheiten. Ja, vor allem kann man sagen, die klassischen Zivilisationskrankheiten, ja, Stresssymptome, Kopfschmerzen, Stoffwechselprobleme und so weiter und so fort. Und das weiß man wissenschaftlich auch, dass die mit unserem Lebensstil, mit unserem Umgang mit Stress gekoppelt sind. Ich glaube, jede Zeit hat ihre Krisen und jede Zeit hat ein bisschen so ihre Krankheit. Und ich glaube, von jeder Krankheit könnten wir auch etwas lernen, oder? Von der Pest haben wir gelernt, dass wir unsere Hygienebedingungen verbessern müssen. Ja? Von AIDS haben wir gelernt, dass wir unser Sexualverhalten achtvoller ausleben müssen. Das heißt, jede Krankheit bringt ja auch, wenn sie so massiv ist und die gesamte Bevölkerung betrifft, bringt ja auch einen Lerneffekt mit. Jetzt beim Burnout könnte man wirklich sagen, ist eine Seuche, ist eine Epidemie. Nur was sollen wir lernen von dieser Epidemie? Meine persönliche Erfahrung mit Burnout-Klienten ist relativ interessant. Man denkt dann immer an todmüde, ausgebrannte, ausgelaugte Menschen. Das stimmt schon, aber das ist nur ganz ein geringer Prozentsatz. Wir arbeiten da nach dem 12-teiligen Modell von Freudenberger und das ist nur das letzte Quartal, also wirklich, wo man von dieser Erschöpfungsdepression
Depression spricht. Ja? Aber bis dahin gibt es noch 11 andere Stufen. Und bei den meisten Leuten geht es eigentlich darum, dass sie ihre Begeisterung verloren haben, dass sie ihre Leidenschaft verloren haben. Howard E. Gardner hat da sehr schöne Fragen in den Raum gestellt. Er hat sich auch sehr intensiv mit Burnout, mit der Burnout-Thematik beschäftigt. Und er hat gesagt, seine 3 präventiven Fragen in Bezug auf die Burnout-Thematik sind: Wer bin ich? Was will ich und wie erreiche ich meine Ziele? Und ich glaube, das ist etwas, was wir generell in unserem gesellschaftlichen System jetzt von dieser Burnout-Thematik auch lernen können, uns mehr zurückzubesinnen auf so ganz simple Fragen. Ja? Und wir lassen uns zu leicht hinreißen, wir lassen uns zu leicht manipulieren, um so gängigen Lebens- und Rollbildern zu entsprechen, aber einfach mal stillzustehen und zu sagen, ja, hey, hallo, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und wie möchte ich mein Leben gestalten? Ich finde, diese Frage wird viel zu selten gestellt. Während du jetzt über das Burnout geredet hast, habe ich die ganze Zeit ein Bild vor Augen gehabt. Ich will das nochmal präsentieren. Harashi zu Kongress. Du organisierst das Ding von wegen Burnout. Du hast richtig gebrannt, oder? 39 Grad Fieber? Ja, schon, das war... Und du hast das Ding durchgezogen, ja? Von wegen, wer bin ich, was möchte ich? Retrospektiv, wie war das? Interessant. Ich habe eine Nebenhodenentzündung bekommen, ja? Und dann shit, jetzt haben wir 1,5 Jahre auf die Veranstaltung hingearbeitet. Das geht nicht, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Ist unmöglich irgendwie, ja? Und ich habe das probiert, relativ lange zu steuern für mich, bis halt wirklich der Punkt gekommen ist, wo ich fast zusammengebrochen bin. Und man dachte, so kann es auch nicht gehen. Ja? War eh bei dir, ja? Ich habe meine Kräuter genommen und so weiter und so fort. Aber 3-4 Tage vor der Veranstaltung war da echt dann so der Point of No Return. Da hat es mich dann wirklich umgehauen. Aber es ist dann doch gegangen. Ja, das heißt, ich kann wirklich sagen, für diese Veranstaltung hätte ich fast meine Eier auf den Tisch legen müssen. Gratuliere. Ich habe sie noch, Gott sei Dank. Ich liebe eigentlich Grenzerfahrungen, bin ich drauf gekommen. Ja? Und die Grenzerfahrung kann natürlich sein, dass man, weiß nicht, 12 Kilometer schwimmt oder du bist geklettert, dass man so radikalen Sport macht. Einer meiner asiatischen Meister hat mich da echt verblüfft und inspiriert. Er hat gesagt, hey Mike, schau, du machst Sport, du machst das, du machst das, du bist immer auf der Suche, um dich zu spüren und zu erleben und du musst so einen enormen Aufwand dafür betreiben. Ist das wirklich notwendig? Ja? Er hat gesagt, nimm dir mal ein bisschen zurück und denk drüber nach. Ja? Du brauchst eine hohe Intensität, du brauchst einen hohen Reiz. Ja? Aber ist es nicht viel vernünftiger, dich etwas mehr zu sensibilisieren, ja? Dass du nicht dauernd diese Intensität mit einem irrsinnigen Aufwand suchen musst, um dich zu spüren, um dich zu erfahren. Und dann hat so ein Klick bei mir im Kopf gemacht, wo ich dann gesagt habe, okay, irgendwie hat er recht. Und ich habe mir dann viel mehr jetzt mehr ruhigeren Wegen verschrieben. Natürlich bin ich früher auch der Manie erlegen, muss ich ehrlich sagen. Es war für mich auch eine Manie, dass ich mir immer die großen Sportler und die großen Grenzgänger und die großen Ärzte und die großartigen Geister gesucht habe. Ja? Aber jetzt kann mich einfach ein Mensch inspirieren, den ich auf der Straße sehe und wo ich merke, der ist mit sich zufrieden und er braucht nicht viel. Ja? Und das berührt mich viel, viel mehr. Ja? Weil ich glaube, letztendlich, um was geht es wirklich? Eigentlich geht es um die Zufriedenheit. Oder es geht um die Zufriedenheit. Ja? Jetzt kann ich extrem viel Aufwand betreiben, um dieses Gefühl zu haben, oder ich kann extrem wenig Aufwand betreiben, um das Gefühl zu haben. Ja? Und mittlerweile inspirieren mich viel mehr Leute, die das mit einem minimalen Aufwand betreiben und das Gefühl ist trotzdem authentisch. Ja? Das berührt mich 10-mal mehr. Die Tibeter haben interessanterweise, die haben so, es gibt ja keinen Maßstab für geistige Entwicklung oder so, aber die sagen, wenn du dich tugendhaft verhältst und das auch wirklich lebst, dann kann das so in 4 Qualitäten gemessen werden. Ja? Und die sind Freude, Liebe, Mitgefühl und Dankbarkeit. Meine Übung ist, die Dankbarkeit auf immer simplere Lebensbereiche runter zu brechen. Ja, ich kann sagen, ich bin dankbar, dass ich eine schöne Frau habe und 3 wunderbare Kinder. Ist schön, ja.
Stimmt auch, bin ich total dankbar. Ja? Aber ich möchte mir ein Gefühl annähern und das ist meine Praxis und meine Übung, dass ich einfach dankbar bin, am Leben zu sein. Ja? Nur dankbar zu sein, dass ich atmen kann, dass ich existiere, dass ich einen Körper habe, über den ich mich ausdrücken kann. Ja? Das ist so ein bisschen das Gefühl der Dankbarkeit, an das ich mich annähern möchte. Ja? Weil das ist die Dankbarkeit, die kann man dann niemand mehr wegnehmen. Ja? Die ist unerschütterlich, diese Dankbarkeit. Ja? Die Frau kann gehen, die Kinder können gehen, ich kann den Job verlieren, ja, aber einfach das Wunder. Sehr schön, weil wenn du das als, sozusagen als Übung siehst, die Praxis der Dankbarkeit, das geht immer und überall in jeder Situation, ne? Also in angenehmen Situationen wie in widrigen Situationen. Ich glaube gar nicht mehr so an radikale Lebensveränderungen. Ja. Ich glaube nicht mehr an das Konzept. Ja. Ich glaube, Lebensveränderungen resultiert aus der Summe an Gewohnheiten, die man täglich praktiziert. Täglich 5 Minuten dankbar. Wenn ich das ein Jahr mache und ich habe dann eine Krise, ja, dann habe ich mein Resilienzwerkzeug bereits geschärft. Dann kann ich es abrufen. Ja. Wenn ich in der Krise erst anfange, ist es zu spät. Ich glaube nicht, dass wir gesund sein müssen. Ich glaube auch nicht, dass wir schwer krank sein müssen, ist auch klar. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass eine Form von Zufriedenheit vorhanden ist. Und ich kenne viel mehr Leute, die gesund sind und absolut unzufrieden. Also nicht viel mehr Leute, aber ich kenne sehr viele Leute, die absolut gesund sind und grottenunzufrieden sind. Ja. Und interessanterweise kenne ich dann viele Kranke, die sehr zufrieden sind, die ein sehr hohes Niveau von Zufriedenheit in ihrem Leben verwirklicht haben. Ist doch spannend, oder?